Okay, kommen wir zum letzten Thema in diesem Kapitel und das sind die Regulations- und Anpassungsvorgänge. Tönt alles relativ kompliziert? Ist es eigentlich nicht. Wir haben hier ein Menschlein. Das Menschlein hat ein gewisses inneres Milieu. Was bedeutet das? Der Mensch hat eine gewisse Temperatur, hat einen gewissen pH. pH bedeutet nichts anderes als wie sauer oder wie basisch etwas ist. Also Säure ist ja nie gut, aber zu wenig sauer ist auch nicht gut. Wir haben gesehen, der Mensch braucht Sauerstoff, O2, atmet aber Kohlenstoffdioxid raus. Der Mensch hat einen gewissen Blutdruck und all diese Bedingungen. Die dürfen nicht zu extrem sein. Die müssen in einem gewissen, wie soll ich sagen, einen gewissen Wert nicht überschreiten oder nicht unterschreiten. Also das braucht eine gewisse Temperatur. Wir haben 37 Grad, wir haben einen pH von 7,4, wir haben einen gewissen Blutdruck 120 auf 80 mm Quecksilbersäule. Und wenn das alles etwas zu extrem wäre, würden wir sterben, weil bei einer zu hohen Temperatur würden unsere Zellen nicht mehr funktionieren. Daher hat man auch ja, Respekt vor hohem Fieber. Der Blutdruck muss auch angepasst sein, weil zu hoher oder zu tiefer Blutdruck könnte auch lebensbedrohlich sein. Und der Mensch muss irgendwie all diese Sachen, also das ganze innere Milieu, aufrechterhalten auf einem gewissen Wert. Und wenn jetzt alle Bedingungen im Körper im Gleichgewicht sind, also wenn alles okay ist, haben wir die Homöostase erreicht. In anderen Worten, die Homöostase ist das Streben nach Einhaltung eines Gleichgewichts, das für die Lebenserhaltung notwendig ist. Wir brauchen einen gewissen Blutdruck, wir brauchen eine gewisse Temperatur. Wenn alles okay ist, dann sind wir auch okay. Aber diese Prozesse, eben diese Homöostase, das ist ein aktiver Prozess. Und wir müssen Homöostase machen, damit wir überleben. Und das braucht Energie. Von wo kriegen wir die Energie? Wiederum von der Nahrung. Energie. Und diese Energie wird auch gebraucht, um eben dieses innere Milieu aufrechtzuerhalten. Und der Prozess, eben wie wir das machen, das nennt man Homöostase. Homöostase ist das Streben nach Einhaltung eines Gleichgewichts, das für das Leben notwendig ist.